Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich persönlich ziemlich sehr freue. Denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gibt seit neuestem Kylie Cosmetics bei Douglas und ich habe einige Produkte gekauft. Ich meine sogar fast alles, was es gibt, außer den Lipgloss, weil Girl, es ist ein Lipgloss. Super, super, super gespannt und wir werden das Ganze heute testen. Wir haben Bronzer, wir haben Blush, wir haben Highlighter, wir haben was für die Augenbrauen und, nachdem ich ganz oft gefragt wurde, die Liquid Lipsticks. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr heute mit bis zum Ende dran bleibt und schaut, vielleicht ist ja das ein oder andere Teil für euch dabei. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit. Bevor es losgeht, habe ich wieder eine richtig, richtig schöne Aktion von Asam für euch in diesem Video. Und zwar wisst ihr ja, ich arbeite schon sehr lange und sehr gerne mit Asam zusammen. Nicht nur, weil die Sachen hier aus Deutschland kommen, sondern weil sie auch immer super coole Aktionen für euch bereit haben. Und es gibt aktuell diese richtig coole Limited Edition mit diesem schönen Spitze-Design. Und in diesem Set ist einmal das Magic Finish in einer Extragröße mit 50 Milliliter mit drin, in einem neuen Design mit dieser schönen Spitze. Die komplette Box gibt es nämlich dazu. Und das habe ich euch, glaube ich, noch nicht erzählt, weil ich es erstmal eine Weile getestet habe. Und ihr könnt das auch testen. Das ist das Magic Finish Make-up Remover wie Micellenwasser. Wundervoll. Das nimmt alles komplett runter, ohne dass sich die Haut danach zu trocken und zu gespannt anfühlt. Und zum Testen, glaube ich, ist die Größe ganz gut. Ihr kommt damit eine Weile aus. Vor allem jetzt, wenn man vielleicht doch nochmal im Sommer verreist, ist so eine kleine Probegröße vielleicht gar nicht schlecht. Und worüber ich mich am meisten gefreut habe, ist, dass es meine liebste Mascara jetzt auch endlich in wasserfest gibt. Ich habe sie euch schon ein paar Mal gezeigt. Wir werden sie auch heute benutzen. Ich liebe, liebe, liebe diese Mascara. Und jetzt ist sie endlich wasserfest. Das war für viele immer ein Kriterium, um zu sagen, nee, ich brauche eher wasserfeste Mascara. Asam got you covered. Und ich habe einen Code, damit gibt es 10% und Versand kostenfrei mit dazu. Und das ganze Set ist schon super reduziert und auch da gilt der Code mit drauf. Also ihr habt am Ende ein Set im Wert von über 50 € für knappe 30 €. Ich schreibe euch alles mal unten mit rein. Es gibt auch eine komplette Landingpage von mir mit allen meinen Asam-Favoriten. Da gibt es einiges, aber ihr wisst, ich bin regelmäßig bei Asam live und zu Gast und die ein oder anderen Produkte kennt ihr schon. Und jetzt geht's los, Freunde, mit den Kylie-Produkten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Na, Kylie Cosmetics gibt's schon eine ganze Weile und sie hat mit Liquid Lipsticks angefangen. Und tatsächlich waren das, die Farbe Candy K war mein erstes selbst gekauftes Make-up-Produkt neben diesen ganzen günstigen Rival de Loup-Produkten aus der Drogerie, die ich mir damals kaufen konnte. Und ihr glaubt nicht, ich habe damals meine Arbeitskollegin gefragt, ob sie mir Geld leihen kann für ein Liquid Lipstick von Kylie. Und ich war so stolz darauf, diese Farbe Candy K zu haben. Und egal wie er war, ich hatte ja auch damals keine Erfahrung, ob was gut ist oder nicht, aber ich wollte es einfach haben. Und da gab es natürlich auch noch diesen Liner mit dazu. Es gibt mittlerweile auch einige Liquid Lipstick Kits, einmal die Lip Kits mit dem Liner und dem Liquid Lipstick oder aber auch einzeln. Candy K gab es leider nicht, den hätte ich gerne gekauft, der war schon ausverkauft, aber ich habe mich jetzt hier für die Farbe 308 entschieden. Sieht auch super, super schön aus und den werden wir testen. Das Ganze hat ein komplettes Revamp bekommen, also es ist alles vegan und cruelty-free. Ich glaube, parabenfrei, glutenfrei. Neues Packaging, neue Formulierungen und da bin ich sehr gespannt, weil ich kenne die Formulierung und rückblickend. Was furchtbar. Trocken, crusty, die Lippen sind so aufgeplatzt, weil ich habe die drauf und runter getragen. Ich sah aus wie vom Bahnhof Zoo. Egal. Aber ich freue mich sehr, dass wir eine neue Formulierung haben und die Farbe sieht super, super schön aus. Auch für die Base habe ich einige Produkte, die ich noch nicht kenne. Deswegen kann ich da keinen Vergleich machen. Aber ich glaube, das ist egal. Hauptsache, wir sehen am Ende snatched aus. Deswegen mache ich jetzt einmal meine Base. Ich nehme euch im Schnelldurchlauf mit. Ich starte mit der Glowish Foundation und mische mir die so ein bisschen mit der Sensai Foundation und habe dann eine sehr, sehr schöne, glowige Base. Wir werden heute aussehen wie Kylie Jenner. Fast, aber, also, ne? Im Idealfall. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Erfahrungen mit Kylie Cosmetics habt. Ich weiß, dass der Hype ist, egal was sie macht, ne? Der Hype ist immer extrem groß und auch so. Businessmäßig finde ich das, wie sie es gemacht hat, gar nicht schlecht. Ich glaube, es wird immer schnell darauf geschlossen, ja, sie hat alles irgendwie von ihrer Familie bekommen und sie ist in eine reiche Familie geboren. True, absolut, aber sie hat sich das alles alleine aufgebaut. Also es gab jetzt auch vor kurzem eine neue Dokumentation, wo das alles gezeigt wurde, wie
sie sich von ihrem eigenen Geld, was sie bis zu dem Zeitpunkt verdient oder gespart hatte, sei es Taschengeld oder irgendwelche Jobs, die sie gemacht hat als junges Mädchen, ihren eigenen Liquid Lipstick entwickelt hat. Ich glaube, es waren vier Farben. Candy K, Coco K, Dolce K und irgendwas Rotes oder so. Und das ist ja innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft gewesen. Und seitdem ist dieser Kylie Cosmetics Hype natürlich immer größer geworden, weil jede Kollektion, vor allen Dingen die, laufen ja sehr, sehr gut bei ihr. Diese kompletten Valentins-Bundles und Limited-Edition-Bundles, das ist schon echt eine super, super krasse Sache und auch dafür größten Respekt. Das muss man halt auch erstmal schaffen, ne? Alles, was sie macht, ist sofort sold out. Und das ist eine sehr, sehr coole Aktion. Ich habe tatsächlich auch bei KKW Beauty, also von ihrer Schwester Kim Kardashian, die Produkte gekauft. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Und das ist das, warum ich mich so freue, dass es endlich Kylie Cosmetics in Deutschland bei Douglas gibt. Das Ganze ist natürlich nicht gesponsert. I wish. Ich habe viel, viel Geld dafür ausgegeben, weil die Sachen sind auch nicht teuer. Aber ich habe mir natürlich den Versand und am Ende auch den Zoll gespart. Es ist natürlich auch noch nicht alles da. Es gibt halt viel für die Base. Aber Lidschattenpaletten zum Beispiel gab es, Stand heute, für 19. Juli, noch gar nicht. Ich habe eine neue Concealer-Technik gelernt, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Habe ich bei TikTok, glaube ich, gesehen. Und zwar benutzt man jetzt einen dunklen Concealer, der entweder seine eigene Hautfarbe hat oder ein Stückchen dunkler sogar. Das ist kein Problem. Ich benutze jetzt hier den von Juvia's Place in der Farbe 17. Denn normalerweise benutzen wir Concealer mit diesen Dreiecken zum Highlighten. Aber sobald ihr highlightet, habt ihr keine Deckkraft mehr, beziehungsweise es wirkt nicht mehr wie Deckkraft. Und deswegen gehe ich immer gerne mit einer dunkleren Farbe einmal vorher lang und dann können wir punktuell highlighten. Funktioniert super, probiert's aus. Tatsächlich habe ich noch eine Geschichte für euch, während ich hier meinen Concealer mache. Ich habe ja oft gesagt, dass ich früher nicht viel Geld für Make-up hatte. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Videos gibt es nicht mehr. Ich habe sie irgendwann runtergenommen. Ich war halt so hyped von diesen Kylie-Produkten, dass ich sie unbedingt haben wollte. Ich war damals noch nicht so im Make-up-Game wie heute, ne? Dass ich sagen kann, okay, etwas ist gut oder etwas ist nicht gut. Und als Kylie so diesen extremen Start hatte, gab es oft die gefälschten Paletten bei Amazon. Und die habe ich mir gekauft. Und ich war so stolz darauf, egal ob sie echt war oder nicht. Aber es hatte damals irgendwie kaum jemand. Ich hatte, abgesehen davon, hatte ich natürlich auch niemanden, dem ich sie hätte zeigen können. Weil alle meine Freunde waren halt nicht so into Make-up. Und ich war so stolz wie Bolle. Ich glaube, ich habe noch diese eine Peach-Palette oder so. Die war natürlich grottenschlecht, ne? Aber ich hatte eine Kylie-Palette. Und das ist so sehr emotional für mich, so rückblickend das alles zu sehen von, ich muss Geld bei meiner Arbeitskollegin pumpen, dass sie mir einen Lippenstift kaufen kann, damit ich ihn testen kann, zu ich kaufe mir gefälschte Lidschattenpaletten von ihr, zu ich kann euch hier ein Video zu machen mit Kylie-Produkten, die es jetzt in Deutschland gibt. Full Circle Moment für mich. Ihr seht, ich arbeite erstmal mit einem Puder und presse mir das wirklich an die Stellen, wo ich es gesettet haben möchte. Und erst dann bake ich. Ich finde, das Ergebnis ist dann wesentlich ebenmäßiger. Alright, die Base ist einmal drauf. Wir lassen das Ganze noch so ein bisschen setten. Ich gehe jetzt mit dem Puder auch über die Augenbrauen. Denn wir starten mit dem ersten Produkt. Und das ist das Kai Brow oder der Kai Brow Augenbrauenpinsel. In 004 Medium Brown. First Impression Cheap AF. Also, das Ding hat, glaube ich, 21 Euro gekostet. Und ich muss sagen, da fühlt sich dieses Ding von Catrice hier aus Holz und mit diesem Spoolie und so ein bisschen hochwertiger an. Ich glaube, das ist aber dieses Material. Das ist, glaube ich, AS oder ABS-Material. Also, es ist ein Kunststoff. Und der fühlt sich halt automatisch immer so ein bisschen günstiger an. Am Ende, ne? Ich bin ja eh ein Freund von Drogerie. Also, ich habe da natürlich einen Vergleich zu. Aber wir schauen mal, wie er ist. Und da führe ich euch ein Stückchen näher ran. So, wir haben hier einmal diese Spitze, die ist sehr, sehr fein. Ich muss halt ganz ehrlich dazu sagen, ich bin nicht so ein Fan von teuren Augenbrauenstiften, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dabei einfach sehr, 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 sehr gering. Ich gebe lieber einmal die Woche 10 Cent aus für einen Augenbrauenpinsel von oder Augenbrauen-Dings hier von Catrice und kaufe ihn dann neu. Als hier einmal, ich glaube 21 Euro hat er gekostet und der hat ja genauso wenig Produkt drin. Also das sind 0,09. 0,09 Gramm. Das ist nicht mal ein Gramm. 0,09? Das ist ja noch nicht mal ein Gramm.
Okay, wow. Er ist gut pigmentiert. Ich fülle mir hier erstmal so ein bisschen eine Augenbraue aus und dann gehe ich durch. Tatsächlich ist er dunkler als gedacht, aber die Farbrange der Augenbrauenprodukte war sehr, 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 sehr gut. Auch die war auch vorrätig. Funktioniert, ne? Aber es ist halt ein Augenbrauen-Ding. Ihr könnt mir gerne mal in die Augenbrauen schreiben, bitte nicht. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr teure Augenbrauenprodukte benutzt oder ob ihr da genauso wie ich seid und sagt, naja, weiß ich nicht, lohnt sich halt nicht. Also, der Unterschied ist klar, ne? Kriege ich den vielleicht auch mit einem anderen Produkt hin? Sehr wahrscheinlich. Base sieht einmal gut aus. Wir machen weiter mit dem, Bronzer. Der sieht so aus. Ich muss sagen, Packaging gefällt mir sehr gut. Auch das ist, glaube ich, dieses ABS müsste das sein. Ist halt alles sehr einheitlich, ne? Also die Produkte passen optisch gut zusammen. Ich habe jetzt hier die Farbe 100 Khaki. Ist nicht parfümiert. Der Spiegel ist ein sehr, sehr guter Spiegel. Und wir starten damit einfach mal und bronzen die erste halbe Seite. So gut wie gar kein Kickback. Ist ein matter Bronzer, würde ich jetzt mal behaupten. Schöne kühle Farbe. Nicht so warm. Ich bin ein Freund von kühlen Bronzern, weil es bei meinem Unterton so ein bisschen Oliv ganz gut passt. Sehr schön. Also da war ich so ein bisschen ängstlich. Er sieht so ein bisschen aus wie der Hoola-Bronzer von der Farbe her. Aber ein Stückchen kühler. Passt sehr, 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 sehr gut zu meiner Hautfarbe. Also die Farbe 100 Khaki. Ich glaube, ihr seht direkt den Unterschied, ne? Das ist so ein bisschen gewärmt, aber nicht zu warm, sondern eher so ein bisschen Dimension. So ein bisschen, ja, doch, sehr schöne Farbe. Lässt sich auch gut auftragen, ne? Also ich übertreibe es natürlich mal als Camera-Make-up hier. Im Alltag bräuchtet ihr definitiv nicht so viel. Ich gehe damit auch gleich so ein bisschen an mein Auge hier. Ich finde, das passt dann immer ganz gut alles zusammen, wenn ich das hier raufgebe. Wunderschöne Farbe. Also definitiv in den kühlen Bronzer sucht, der sehr pigmentiert ist, aber nicht zu maskenhaft aussieht. 1A. 1A. Also, jetzt bin ich gespannt. Die Hopes sind high, denn es gibt verschiedene Blushes. Und ich habe mich für die Farbe Crush entschieden. Das ist, ich habe es mir ein bisschen krasser vorgestellt. Na, komm her. Du kleines, diese Plastikfolie, na, das mag ich nicht. Ist so ein sehr, sehr zarter Aprikoton. Aber ich wollte die Kylie Jenner Blush Technik heute nochmal mit euch machen. Und zwar hat sie ja eher so einen peachigen Blush, vermutlich diese Farbe, und dann einen sehr, sehr pinken, diese Farbe hier von Dior. Und die benutzen wir gleich. Auch der vegan cruelty free, hier sind 10 Gramm drin, ist eine gute Menge. Gehe hier rein, hat ein bisschen mehr Kickback und den setze ich mir hier recht weit oben hin und blende mir den eher in den Bronzer, dass ich den so ein bisschen wärmer kriege. Sehr schön. Der kommt gar nicht so krass bei meiner Haut raus, sondern eher nur so ein Touch. Aber dadurch verbindet er sich halt sehr gut mit dem Bronzer, ne? Seht ihr das? Damit kann ich auch hier gut einfach nochmal rübergehen und alles so ein bisschen aufwärmen. Ja, der ist nicht so krass pigmentiert. Das liegt jetzt aber an der Farbe, glaube ich. Aber dadurch passt er sehr gut zu diesem super kühlen Bronzer. Ist sehr frisch. Weiß ich nicht. Vielleicht eine andere Farbe. Haut mich jetzt nicht so um. Aber dafür, ich habe ihn ja dafür gekauft, um genau das jetzt hier zu machen. Und zwar diese Technik mit diesem farbverändernden Blush von Dior, den ich ja neulich auf dem TikTok gezeigt habe. Und damit geht ihr Make-up-Artist hier vorne hin. Der ist nämlich sehr, sehr hell und verändert so ein bisschen anhand der Feuchtigkeit und des pH-Werts eurer Haut die Farbe. Also er wird jetzt nicht auf einmal, weiß ich nicht, rot oder so, aber er wird so ein bisschen intensiver und passt sich tatsächlich an. Also das tut er schon. Und jetzt auch hier in Kombination, wir haben einen sehr schönen Übergang von Pink zu Aprikot und dann so ein bisschen kühler in die Bronzer-Richtung. So mag ich das. Was sagt ihr? Wie gefällt euch die Base? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, oh, okay, das habt ihr euch vielleicht anders vorgestellt? Wie gesagt, sobald es andere Produkte gibt, kaufe ich sie natürlich auch für euch, Lidschattenpaletten und so. Aber ich glaube, mit den Base-Produkten kann man auch als Marke bei einem neuen Launch nicht so viel falsch machen. Jetzt kommen wir zum Highlighter und ihr wisst, Freunde, Highlighter und ich weiß, was ich mag und ich weiß, was ich nicht mag. Das ist die Farbe Cheers Darling. Sieht so ein bisschen aus wie der Ambreezy Highlighter. Ich wollte ihn aber mal im Vergleich zu dem Hattie Highlighter zeigen. Ja, ich habe es mir tatsächlich gedacht, dass sie ähnlicher sind. Hattie ist aber viel, viel Gold, so Weißgold und der ist sehr, sehr gelb. Auch ein wunderschönes Pressing. Ich gehe hier rein und trage mir den auf. Sehr soft. Sehr, 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 sehr soft. Okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass der viel, viel intensiver ist. Also Hatties sind ja auch recht soft, aber nicht so soft.
Ja, ist halt der Trend jetzt, ne? So diese soften No-Make-up-Make-up-Make-ups. So ein bisschen sehe ich schon aus wie Kylie, oder? Ich dachte tatsächlich, dass er intensiver ist. Der ist halt ein super Ich-bin-kaum-da-Highlighter, du nimmst mich aber wahr. Kann ich mir gut vorstellen, so overall, weil er halt nicht zu intensiv ist und gibt halt schön Bewegung komplett aufs Auge und aufs Gesicht. Ich trage mir den gleich hier nochmal so ein bisschen aufs Auge. Ja, das ist schön. Dafür ist er gut. Für diesen, ich bin frisch, ich bin wach, ich bin da. Jetzt, Freunde. Lip Kits. Ich habe wirklich viele Nachrichten dazu bekommen. Ich würde am liebsten euch jedem persönlich diese Farbe empfehlen. Und eine Nachricht war auch, du hast aber gesagt, du magst Kylie Cosmetics nicht. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt Kylie Skin. Kylie Skin ist für mich One Pass. Kylie Cosmetics ist bis jetzt aber gar nicht schlecht. Ich sette mein Gesicht erstmal und benutze dafür das Catrice Bronze Away Spray. Für so ein bisschen mehr Bodenständigkeit, ne, im Gesicht. Nach hier 200 Euro Kylie. Und in der Zeit mache ich ein bisschen Lip Liner rauf und dann starten wir hiermit. Okay, und bevor ich es vergesse, ich zeige euch die Mascara jetzt einfach nochmal in der Live-Demonstration. Ich nehme einmal meinen Curler. Und dann benutzen wir die Waterproof Mascara, 38 Grad, da sind sogar pflegende Öle mit drin. Und ihr habt am Ende nicht abgebrochene Wimpern, sondern wirklich, abends sehen sie auch super schön gepflegt aus. Liebe die Mascara. Und vor allen Dingen wasserfest finde ich sie fast noch besser als die erste. Jetzt aber, Freunde, hier, ne, kommt. Also, wir haben die Farbe, oh, meine Augen, ne, 308. Oh, der Geruch. Aber krass, ne, weil viele Marken das einfach kopiert haben, diesen Geruch, ist der jetzt nichts mehr Besonderes. Die Textur ist komplett anders. Viel cremiger, viel weicher und viel deckender. Wunderschöne Farbe. Wir lassen ihn mal kurz antrocknen. Okay, der Liquid Lipstick ist fast ganz trocken. Also man merkt schon, dass es ein Liquid Lipstick ist. Ne? Der ist jetzt nicht so einer, wo du denkst so, okay, der ist ein bisschen rutschig, sondern die sind halt wirklich bombenfest. Ähnlich wie die von Banana Beauty. Aber wesentlich besser als die Textur von früher. Früher waren die wirklich, du hast jede minimale Falte auf deiner Lippe gesehen. Und sobald nur ein Hauch Trockenheit an dir vorbeigeflogen ist, sind deine Lippen abgebröckelt. Das fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Er ist matt, er ist trocken, er ist fest und ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Und ich finde ich weiß nicht, was sie an der Textur geändert haben, aber er ist so ein bisschen pudriger auf den Lippen. Also nicht so glatt pudrig, sondern so weichpudrig. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich muss auch sagen, jetzt hier overall, das Ergebnis ist sehr schön. Kriegt man das mit Drogerieprodukten hin? Definitiv ja. Definitiv ja. Wenn man aber sagt, okay, jetzt habe ich die Chance, Kylie Cosmetics gibt es jetzt endlich in Deutschland gut und einfach zu besorgen, go for it. Kann ich definitiv nichts gegen sagen. Bin super gespannt, was ihr natürlich dazu sagt. Ich werde warten, dass noch ein paar andere Sachen rauskommen, aber first of all, first impression, wunderbar. Ich setze euch den Link zu Asam einmal unten in die Infobox, schaut gerne vorbei. Ist ein wirklich gutes Angebot, also ihr spart fast die Hälfte und habt das komplette Magic Finish in groß, wasserfeste Mascara und einen Make-up-Remover mit dabei in dieser schönen Box. Link ist unten, Code ist unten, gilt natürlich auf alles und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video schaut, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.